Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kelche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal zum nächsten Video. Was könnte bei dir selbst so losi sein? Lasst uns einfach mal reinschauen. Jetzt musste ich erst mal gucken, was ist denn hier mit den Karten losi? Über was könntest du aktuell nachdenken? Was könnte dich aktuell vielleicht beschäftigen? Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gib mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier wichtig für dich sein? Lasst uns mal reinschauen hier in die Bude. Oh, ihr habt gesehen, ich habe die Karten gemischt. Ich mache ja immer zwei Legungen. Bei der ersten Legung kam die Karte auch und du könntest jetzt vielleicht darüber nachdenken, jemanden dein Herz zu öffnen, wirklich Gespräche von Herz zu Herz zu führen oder du denkst aktuell an ein Gespräch, was du bereits mit jemandem schon geführt hast. Auf jeden Fall geht es darum, ehrlich zu sein, wenn es um deine Gefühlswelt geht. Und da habe ich den freien Fall ins Wunderland und die Serendipität. Und da gehe ich jetzt kurz in mich und will da mal weiter für dich schauen. Komm mal näher ran hier, Baby. Bist mir zu weit weg. So, genau. Okay. Also, ich bin noch da, meine Lieben. Hier passiert, du könntest gerade an irgendein Ereignis denken, was jenseits der Logik aber trotzdem passiert. Also aus irgendeiner Sache kannst du dir keinen Reim draus machen. Vielleicht kannst du dir keinen Reim draus machen, warum du immer wieder zu jemandem so bist, wie du bist, warum du vielleicht jemanden immer wieder vergibst, warum du vielleicht immer wieder versuchst, aus dem Herzen zu sprechen. Hier ist jemand bei dir, wo du drüber nachdenkst, ich habe hier etwas gefunden, wonach ich nicht gesucht habe und wo ich auch gar nicht so richtig glaube, dass ich da diesenjenigen auch brauche. Und ich verstehe den Zusammenhang nicht, warum ich jemanden in meinem Leben habe, den ich nicht, da habe ich nicht danach gesucht. Weißt du wie? Also ich habe hier so das Gefühl, du hast hier irgendeinen Typen oder eine Kirsche an der Backe gerade, wo du nicht richtig verstehst, warum ist dieserjenige überhaupt in meinem Leben und warum sucht dieserjenige immer wieder Kontakt oder warum suche ich überhaupt immer wieder Kontakt zu diesenjenigen? Und du denkst darüber nach, da vielleicht mal tiefer anzusetzen oder tiefer ansetzen zu wollen und einfach mal nachzufragen, was machen wir hier eigentlich? Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? So kriege ich das auch rein. Was soll das hier werden zwischen uns, wenn es fertig ist? Sag mir mal, wie es dir damit geht, mit dieser Begegnung. Ich will noch nicht mal mehr sagen, Verbindung, sondern hier ist irgendeine Begegnung, wo du darüber nachdenkst. Warum ist dieser Typ, warum ist diese Kirsche überhaupt in meinem Leben? So kriege ich das rein. Was bewegt dich auf Seelenebene? Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Auf seelischer Ebene möchtest du positiv sein und positiv denken. Und es könnte dir schwer fallen, bei diesem Typen, bei dieser Kirsche hier, wirklich positiv zu sein,
weil hier vieles passiert, was echt keine Logik für dich hat. Also ganz ehrlich, ich habe dich hier jetzt eher so ein bisschen gerade in einem verwirrten Zustand, wenn es um jemanden, das in deiner Umgebung geht. Ich habe hier einmal die Ewigkeit und ich habe den Kurpark. Auf deiner Seele, meine Engel. Hier geht es um bedingungslose Akzeptanz. Hier geht es darum, den Weg zur Heilung zu gehen und optimistisch bleiben zu wollen. Hier könntest du wieder Kontakt aufnehmen zu jemandem, wo du schon einmal gesagt hast, ich möchte da keinen Kontakt mehr hin haben. Ja, auch gleichzeitig könnte hier jemand jetzt zu dir Kontakt aufgenommen haben, wo du an sich auch hier schon in dieser Legung irgendwie dabei bist. Ich habe Einsehen, ich verabschiede mich, ich versuche das Ganze noch optimistisch irgendwie zu nehmen, weißt du, dass du versuchst auch irgendwo für dich auf seelischer Ebene einfach oben zu bleiben. Und dein Herz schreit nach Heilung. Ja, dein Herz schreit hier nach Heilung. Innerhalb einer Verbindung, wo du spüren könntest, ich bin hier mit jemandem in Kontakt, da komme ich kognitiv nicht mehr weiter, was das sein soll, was das bringen soll. Außer dass ich ihn vielleicht mal anquatschen soll, na dann sprich doch mal von Herz zu Herz, ne? Dann öffne doch mal dein Herz und sag doch mal, was du von mir willst. Ich schneid's nicht, sorry. Und du spürst, weißt du, auf seelischer Ebene ist es so, dass du eher spürst, dass dadurch, weil das gefühlt nicht erklärbar für dich ist, erscheint dir hier jemand oder eine Verbindung, eine Begegnung auch eher als sinnlos an, wo du eher spürst, ich sehe es ein. Ja, ich sehe es ein. Das wird nichts. Das ist irgendwie alles nur komisch. Ja, wie gesagt, du könntest hier aktuell ein bisschen irritiert sein, nicht so richtig wissen, was. Warum dieser Mensch überhaupt in deinem Leben ist. Und du willst Körper, Geist und Seele einfach nur in den Einklang bringen, indem du sogar bereit bist, hier auch an dieser Stelle zu verstehen, es wird zu verstehen, dass dir jemand vielleicht keine Erklärung gibt, dass sich dir gegenüber hier vielleicht auch keiner öffnet. Aber das, was du weißt, ist, ich bleibe trotzdem positiv. Es ist so wie, ich verabschiede mich hier aber in guter Laune von jemandem, weil ich das für mich schnalle, dass das für mich hier keinen wirklichen Sinn ergibt. Also sprich, es ist in deiner Umgebung oder jetzt wird bald jemand in deiner Nähe sein, wo du keinen Plan hast, was du mit ihm, mit ihr anstellen sollst. Du irgendwie optimistisch bleiben möchtest, schon, aber dir klar ist, dass das nichts wird. Du bist in einem verwirrten Zustand. Du könntest hier verwirrt sein. Warum? Was? Das ist so. Du siehst hier nicht klar. Wie soll es weitergehen? Boah, die wahre Liebe. Dies ist die Liebe deines Lebens. Das gibt's so nicht. Klärungskarten. Bitte. Bitte schnell. Also pass auf. Ich habe hier die Hängebrücke. Ich habe das Smartphone. Ich habe den Fingerabdruck und ich habe
die fliegenden Herzen, Baby. Also hier, das geht an all die, die sich fragen, warum sie eine Begegnung haben mit jemandem, die man nicht in eine Schublade packen kann, wo man... Ich bin selber verwirrt gerade in dieser Legung. Also ich merke hier deine Verwirrtheit und wie du auch versuchst, damit zurechtzukommen. Für dich wäre es hier okay, weil du hier... Du weißt nicht, wo du jemanden hinstecken sollst, in welche Richtung. Du fragst dich, ich habe jetzt echt nicht zwingend nach einem Typen nach einer Kirsche gesucht und jetzt ist hier jemand da. Aber ich begreife trotzdem nicht, was wir hier haben könnten. Und da müsste man mal offen drüber reden. Das ist so dein Gedanke. Und auf Herzeleinebene, ich wiederhole es nochmal, bist du aber auch bereit dafür, wenn hier jemand nicht will, dann versuchst du das auch irgendwie auf einer optimistischen Art und Weise für dich auch anzunehmen. Ja? Wie soll es weitergehen? Ich habe hier die wahre Liebe. Hier kommt die Liebe deines Lebens auf dich zu, wo du total irritiert bist oder sein könntest. Hier geht es darum, eine Balance finden zu wollen zwischen euch. Hier geht es aber auch um Neugierde. Aber ich muss dir sagen, dass dass ihr euch mega verbunden fühlt, auch ohne Kontakt. Also du bist hier an jemanden nicht spurlos vorbeigegangen und hier geht auch jemand nicht spurlos an dir vorbei. Auch wenn du hier sagst, ich lasse ziehen. Ich lasse das auch wieder los. Es ist okay. Ich schneide das nicht, was wir hier haben könnten. Es ist aber auch okay, wenn hier nicht mehr draus wird. Weil hier vielleicht auch jemand auch nicht wirklich sich öffnet dir gegenüber. Ne? Und dann habe ich hier die fliegenden Herzen. Mehrere Verehrer haben Qual der Wahl, Liebe oder Karriere, im Sturm erobert werden, Liebe auf den ersten Blick. Das habe ich jetzt die letzten Male oft gehabt, dass hier eine Liebe auf dem ersten Blick ja da ist. Jetzt auf dich zukommen könnte oder es war lieber auf den ersten Blick. Die wahre Liebe, mein Engel. Eine Unentschlossenheit, aber eine Neugierde. Man fühlt sich verbunden, auch ohne Kontakt. Hier gibt es mehrere Optionen. Aber hier fühlt man sich dir gegenüber mega angezogen bzw. ausgezogen. Ich habe hier das Gefühl, dass du jetzt demnächst auf eine kuriose Art und Weise eine Begegnung haben wirst, die du nicht so richtig einzuordnen weißt. Und aus dieser Begegnung kann hier mehr entstehen, wenn nicht sogar, dass hier schon mehr entstanden ist. Aber du fühlst dich neben diesen Menschen eher unsicher. Du hast eher das Gefühl, oh, das ist eine wackelige Angelegenheit. Ich bin selbst ein bisschen unentschlossen, was ich mit diesem Team hier will, beziehungsweise mit ihr hier will. Aber irgendwie habe ich auch Angst, etwas zu verpassen. Und gleichzeitig ist ja doch wird dieses Gefühl ja doch da sein von, auch wenn wir getrennt sind, denke ich oft an dich, träume ich von dir, was weiß ich, schreibe ich Tagebuch über dich, kommen Ereignisse in mein Leben, die wir erlebt haben, zum Beispiel auch sowas,
Aber ich habe auch hier im Sturm erobert werden. Hier geht ja scheinbar jemand nicht, ne? Mein Engel, hier ist es jetzt wirklich so, du hast es mit jemandem zu tun, sofern du damit in Resonanz gehen kannst, dass dir jegliche Entscheidung, ob dir dieser Mensch genommen wird oder dass das okay für dich wäre, weil du jemanden nicht so einordnen kannst und du im Gegenteil eher irritiert bist, weil du nicht, du weißt nichts, was du mit dieser Verbindung anstellen sollst, so groß. Aber ich sag dir eins, das ist jemand, der dich wirklich liebt. Jemand, der vielleicht selber unentschlossen ist, jemand könnte dich auch beobachten. Ja, aus der Ferne. Jemand weiß, dass du vielleicht auch mehr Verehrer haben könntest, dass du gut ankommst. Aber hier ist es einfach so, man fühlt sich mega geprägt von dir und man kann gefühlt die Pfoten nicht von dir lassen. Man kann dich nicht in Ruhe lassen. Und bei dir ist es so, dass du merkst, dass du das einfach merkst, aber du damit nichts anfangen kannst. Ja, das ist so die Frage für dich, wo soll das hinführen? Was soll das werden? Was soll das hier überhaupt sein? Das habe ich hier. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist hier so eine Verbindung, die kannst du nicht in eine Schublade stecken. Und das wird aber hier jemand sein, der dich wahrhaftig liebt. Ja, mein Engel. Und dann schauen wir jetzt mal auf diesen Typen, auf diese Kirsche, der oder die dich hier verwirrt. Welches Portal darf sich denn hier für dich öffnen? Welches Portal darf sich denn jetzt öffnen? Orion-Aktivierung, Supernova, Erholung, Erneuerung. Wiedergeboren durch Licht. Und hier habe ich auch schon das Schwert des Lichts, wollte sich noch zeigen. Göttlicher Schutz durch trennte Schnüre, bahnbrechende Energie. Also ganz ehrlich, so sehr wie dich hier jetzt jemand verwirrt, das Licht wird kommen. So nehme ich das wahr. Hier kommt eine Erneuerung auf dich zu. Dieses Portal darf sich für dich öffnen. Das wirklich Licht in dieses irritierte Zeugs hier, in diese irritierten Emotionen kommt. Dass etwas Neues entsteht. Dass du beschützt bist. Aber hier geht es auch um eine bahnbrechende Energie. Jemand bricht hier die Bahn in deinem Leben. Ja, das passt, ne? Wenn du sonst immer so deinen Weg eben gehst und ich sag jetzt mal, ach, wie soll ich das sagen, organisiert bist und so weiter, dann durchtrennt hier jemand sozusagen deine Bahn. Und du bist irritiert, was das Ganze soll. Weil du für dich sagst, nö, ich will ein aufgeräumtes Leben haben. Ich weiß nicht, warum dieser Mensch in meinem Leben ist. Und dadurch, weil ich das nicht weiß und den Sinn dahinter nicht erkenne, gehe ich meinen Weg einfach mal weiter. Weil ich will ja Ordnung und ich brauche hier kein Chaos. Aber jemand klopft bei dir immer wieder an. Und stellt sich dir vielleicht auch immer wieder in den Weg. Und das ist auch das, was hier passieren wird. Hier wird sich dir jemand in deinen Weg stellen, damit du vielleicht auch das Leben wieder mehr spüren kannst.
denn hier könnte jemand sein, der möchte nichts weiter als dir Licht geben. Vielleicht durchläufst du auch gerade einen dunklen Weg. Einen schweren Weg. Vielleicht hast du gerade einen schweren Weg vor dir und plötzlich überkreuzt es. Weißt du, was das ist? Man sagt immer, die besten Dinge, ne? Die sind nie geplant. Und irgendwie kommt hier jemand, das ist nicht geplant, dass sich hier jemand in dein Leben einzeckt und irgendwie nicht geht. Und du könntest das nicht verstehen, weil was das soll, es kann doch auch, muss doch nicht sein, so auf die Art, ne? Wie gesagt, hier. Etwas finden, wonach man nicht gesucht hat. Ne? Du gehst hier so deinen Weg, machst dein Ding, gehst vielleicht auch gerade durch dunklere Tage oder durch hellere, aber hier kommt jemand und stellt sich dir ein bisschen in den Weg. Und das ist nicht geplant. Und da fängt das Leben an. Also habe ich hier auf den Tisch gerade ein Stück Leben für dich. Denkst dir so, passt nicht in meinen Lebensplan, ich ziehe weiter, ich schneide das sowieso nicht. Aber ich kann dir sagen, hier wird dich jemand wirklich lieben. Hier liebt dich jemand wirklich. Da gibt es hier keine Zweifel. Und du bist verwirrt, weil es deine Pläne umschmeißt. Wir haben hier die tiefe Regeneration, Rückzug, Auszeit, gehalten werden. Ja, also hier kann es sein, dass du dich wirklich eher so ein bisschen im Rückzug befindest. Eher vielleicht auf einen dunkleren Pfad. Aber hier möchte dich jemand halten. Und Licht in dein Leben bringen. Und du könntest echt verwirrt sein, weil du so mit einem Tunnelblick vielleicht auch wirklich gerade in dein Leben bist. Und hier klopft irgendwie jemand an. Huhu, Juri. Wach mal auf. Okay. Also ganz ehrlich, wenn du heute nochmal ins Auto steigst oder irgendwo hingehst, ich bin mir sicher, irgendjemand stolpert dir heute über den Weg. Ja, so kann man sich das vorstellen. Die Akasha-Chronik für dich noch, mein Engel. Das Universum möchte deine Aufmerksamkeit. Vertraue dich der liebevollen Führung des Universums an. Ich sag's dir. Da oben werden schon wieder die Stellschrauben geschraubt, sozusagen. Ja, wie sagt man immer, der Mensch denkt, Gott lenkt, ne? Oder so auf die Art, wenn der Mensch plant, lacht der liebe Gott, ne? Das ist das hier gerade. Hier, hier passiert, das ist, weißt du, wie sich das gerade anfühlt für mich? Ich will das mal, ist jetzt ein scheiß Beispiel, aber ich versuch's dir zu erklären. Ich hatte, bevor ich diesen Kanal gegründet habe, einen ganz anderen Plan. Ja, und wie schön das immer so ist, mein kleiner Charlie, der ist ja Wassermann vom Sternzeichen und ich bin ja Steinbock. Beste Konstellation ever. Er zeigt mir ganz viel auf und bringt mir auch ganz viel. Und das, was er mir gebracht hat, war mein Kanal, den ich hier heute habe. Ja. Nach der Geburt von Charlie, unserem zweiten Kind halt, ne?
wollte ich meine Karriere so weiterführen, aber eben kindgerecht. Und ich hatte schon so überlegt, möchte ich das überhaupt noch? Ich hatte hier meinen Charlie auf den Arm und ich dachte mir so, wie kann ich das machen, das so zu kombinieren, dass ich trotzdem für meine Kinder da sein kann. Aber Achtung, Steinbock, ne? Arbeit, die Liebe zur Arbeit auch. Aber wie kann ich das machen, mich trotzdem irgendwie beruflich auch erfüllt zu fühlen? Und ich hatte einen ganz anderen Plan. Und von heute auf morgen ist der gebrochen. Als ich das erste Video auf YouTube gesehen habe, die da die Karten gelegt haben und ich nebenbei mit Charlie im Kinderzimmer gespielt habe. Und auf einmal ging alles auf. Ein ganz anderer Weg fing auf einmal für mich an und das war wirklich nicht geplant. Und noch besser als gedacht. Und hier ist es so, mein Engel, du könntest auf einem Weg sein, weil du glaubst, das ist der Plan. Da fühlst du dich sicher, es ist alles gut und nebenbei ist hier ein Typ oder eine Kirsche, wo du dir so denkst, was will der eigentlich von mir? Und das bringt mich nur durcheinander und aus meinem Konzept und ich gehe straight meinen Weg und hier ist aber jemand, der ist jetzt, könnte jetzt einfach da sein und dich in eine ganz andere Richtung ziehen, von dort, wo du gerade bist. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass dieser Weg für dich wirklich noch besser wird. Noch besser, als du es dir jemals hättest vorstellen können. Weil diese Legung habe ich heute hier für dich. Hier könntest du irritiert davon sein, dass das Leben dich in eine andere Richtung lenkt und du nicht weißt, was der ganze Spaß hier soll. Aber hier spricht das Leben für dich. Und das wäre schön, weil hier ist jemand, der dich in Zukunft wahre Gefühle für dich hat. Jemand, der dich unsicher machen könnte, aber jemand, wo du merkst, ich kann ihn nicht mehr gehen lassen oder ich kann sie nicht mehr gehen lassen. Es war so nicht geplant. Aber jemand reißt dich hier von einem Weg halt raus, ab in ein neues Leben. Und das Einzige, was man will, ist dich halten. Ja? Dich sehen, wiedergeboren im Licht. Nicht mehr auf diesem dunklen Pfad, wo du aktuell vielleicht bist. Eine bahnbrechende Energie. Na, Josef, der fängt die Fliegen schon wieder. Ist gut, mein Schatz. Der dreht durch, wenn die Fliegen hier immer sind. Das ist nicht so seins. So. So musst du dir das vorstellen, okay? Schau dir das an. Schon wieder Jesus. Das gibt's nicht. Hier ist etwas wirklich von oben geführt. Dich lenkt's woanders hin. Dein Gebet wird erhört werden und dein Hilferuf ist schon angekommen. Und hier habe ich, auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint. Die Liebe überwindet Raum und Zeit. Ihr werdet euch nicht vermissen. Und hier habe ich das halt auch. Eine Spur hinterlassen. Sich verbunden fühlen, auch ohne Kontakt. Ja, hier entsteht etwas, hier ist dir irgendwie, könntest du auch einfach an einem Weg festhalten wollen, wo du weißt, gut, aber hier ist ja was richtig Schönes für dich, mein Schatz. Ja. Hier ist was richtig Schönes. Du bist irritiert. Du könntest jetzt erstmal irritiert sein. Aber hier will Jesus, dass du, dass etwas Besseres jetzt auf dich zukommen darf.
Hier könnten jetzt bald all deine Pläne umgeschmissen werden, mein Schatz. Ne? Ja, ich lasse das mal. Nee, ich gucke jetzt erstmal auf die Zeitkarten. Josef. Ist doch gut jetzt. Oh, lass meine Lampe stehen. Wer es nicht weiß, Josef ist unser Berner Sennhund. Der fängt hier gerade Fliegen. Und er ist ein bisschen größer, ne? Und das Equipment, was ich hier stehen habe, ist jetzt nicht sonderlich hier festgeschraubt. Es steht halt einfach da. So. Wir haben hier erstmal die 1. Etwas geht fast zu schnell. Das ist auch was, hatte ich auch in der letzten Legung, die 1. Es geht hier um dich. Aber es ist, könnte hier etwas jetzt ganz schnell gehen bei dir. Und ich habe hier die Zwillinge, suche den Austausch. Ne? Hier habe ich es ja schon, Gespräche von Herz zu Herz. 3 Wochen könnte hier irgendetwas sein, aber hier habe ich auch das Gefühl, jetzt innerhalb der nächsten Tage könnte was losi sein bei euch. Und ich habe hier, realisiere den Erfolg. Realisiere, dass hier jemand ist, der dich wahrhaftig liebt und wo du jetzt auf einen Weg kommst, ob du das willst oder nicht, dass du jetzt glücklich wirst in der Liebe. Sag ich jetzt einfach mal so. Ne? 10 Wochen habe ich hier. Die 10, die Zahl der Vollendung. 1 und 3 habe ich hier. Die 4, das Zuhause. Ankommen, etwas rund machen. Steinbock-Energie, also da geht es auch um den Ernst, ja, also sprich Steinbock und Zwillinge, da geht es wirklich um Ernsthaftigkeit, um ernsthafte Kommunikation. Aber natürlich auch den ganzen Witz, den ich hier liegen habe, eine Basis zu geben. Suche den Austausch und realisiere den Erfolg. Hier meint es Jesus gut mit dir, nicht schlecht. Und du